Heute beantworte ich eine recht banale Frage zu Logic Pro, aber tatsächlich ist das die Frage, die ich mit am meisten gestellt bekomme zu dieser DAW. Und zwar, wie lege ich mir ein drittes Werkzeug, wie lege ich mir ein Rechtsklick-Werkzeug im Arrangement-Fenster an? Hier ist die Lösung. Falls du neu in Logic bist, deine Werkzeuge findest du hier oben und hier kannst du über ein Pop-up-Menü dann verschiedene Werkzeuge öffnen. In der Grundeinstellung hast du hier oben zwei Werkzeuge. Und wenn du hier reinklickst über Rechtsklick in der Standardeinstellung, dann öffnet sich der Werkzeugkasten. Ja, einfach über Rechtsklick. Wenn du das nicht möchtest, wenn du hier ein drittes Klickwerkzeug dir anlegen möchtest, was ich dir rate, weil es wirklich deinen Workflow massiv boostet, dann kannst du das einstellen und zwar über Logic Pro, Einstellungen. Und dann allgemein. Hier gehst du jetzt auf Bearbeitung. Ich glaube, erst erscheint es so. Dann gehst du hier auf Bearbeitung. Und jetzt siehst du hier bei rechte Maustaste öffnet Werkzeugmenü. Das ist im Moment eingestellt. Und jetzt kannst du hier auf auswählen, kann einem Werkzeug zugewiesen werden. Wenn du jetzt hier oben beobachtest, was passiert, dann siehst du, zack, jetzt haben wir hier oben unser drittes Klickwerkzeug. Und das kann ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich hier die Schere angelegt, das heißt mit der rechten Maustaste kann ich jetzt schneiden. Über mein Command-Werkzeug, wenn ich also hier Command drücke, dann habe ich hier mein Marquee-Werkzeug. Und ganz normal hier mit Linksklick auf der Maus habe ich meinen Cursor. Übrigens, das dritte Werkzeug erscheint dann nicht nur hier im Arrangement-Window, sondern auch im Piano Roll Editor. Das siehst du hier. Auch hier kannst du drei Werkzeuge festlegen. Ich habe hier als drittes immer das Velocity-Werkzeug festgelegt, weil es sehr, sehr geschickt ist und du hier einzelne Noten sehr schnell dann zum Beispiel nach oben und nach unten ziehen kannst in der Velocity. Jetzt noch die Frage an dich. Arbeitest du mit drei Werkzeugen? Arbeitest du mit dem Rechtsklick-Werkzeug oder bevorzugst du nur zwei und öffnest den Werkzeugkasten? Was ist für deinen Workflow besser? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du daran interessiert bist, noch schneller in Logic zu arbeiten, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Das ist ein PDF, da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst, wie du Logic an dich, an deinen Arbeitsstil anpassen kannst. PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!